Herzlich willkommen, liebe Freunde, zur 29. Ausgabe und willkommen bei Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, schon die 29. Folge, oder einige werden sagen, ach, erst die 29. Ich bin halt eben nicht so schnell in Let's Plays und mache sie eigentlich mehr gewissenhaft. Und Zeit braucht man auch noch dazu, vor allem die Schnittarbeit, weil ich doch nicht einfach nur so Let's Player, so, wie soll ich sagen, so in eins durch, so blind, sondern ich raffe auch schon ein paar Dinge und gebe noch ein paar Übergangsgeschichten rein. Und ich darf jetzt hier mal vorstellen, hier sind Hinz und hier sind Kunz und hier sind Gottfried. In der letzten Folge ging es ja darum, wie wir Flint in den Kerker gebracht haben, und Gottfried möge uns mit Hinz und Kunz verfolgen zur Schmugglerhöhle. Yes. Ich soll euch zur Schmugglerhöhle bringen. Ich weiß. Am besten machen wir uns sogleich auf den Weg. So, wenn ich ihn nochmal anspreche, dann heißt es, komm mit, und dann würden seine beiden Komparsen mitkommen. Doch mir fällt gerade auch ein, wir müssen nochmal Wenzel sein Vertrauen stärken. Und zwar, indem wir ihm erzählen, dass er recht hat. Ich habe das Versteck der Schmuggler gefunden. Tatsächlich? Wo lag es? In der Nähe des Wasserfalls fand ich eine sehr große Höhle. Im hinteren Teil war das Versteck der Schmuggler. Da also, interessant. Und, hast du noch Waffen gefunden? Ja, allerdings stammen diese von einem jüngeren Raub. Von einem jüngeren Raub? Also wurden wieder einmal Waffen bei uns gestohlen? Ja, Herbrand aber befahl, dies geheim zu halten, bis alles geklärt ist. Ach so. Naja, muss ich auch nicht wissen. Die Hauptsache ist, dass ich jetzt weiß, dass die Schmuggler damals tatsächlich ein Versteck hatten. Ja, also alles ist wahr. Alles, was du mir erzählt hast, ist wahr. Ich habe alles bestätigt gefunden. Indos sei Dank. Das freut mich sehr, mein Junge. Werden das aber auch die anderen glauben? Na klar doch. Außer Herbert vielleicht. Aber auf seine Meinung würde ich sowieso keinen Wert legen. Ich werde sogleich Ralf mitteilen, was ich erfahren habe. Dann werden es schon bald die anderen wissen. Und das ist auch gut so. Also, hoch zu Ralf. Und ihm erzählen, dass Wenzel kein Lügner ist. So, Ralf, aufhören. Zuhören. Wenzels Geschichten sind wahr. Ist nicht wahr. Doch, es hat sich alles bestätigt. Wie? Dass es in der Roten Mine einen weiteren Stollen gibt, der über ein reiches Gold- und Schwefelvorkommen verfügt? Ja, es stimmt. Ich habe den Stollen selbst gesehen. Allerdings ist dort leider nichts mehr zu holen. Schade. Aber das mit dem syrianischen Öl kann doch bestimmt nicht stimmen, oder? Doch, auch das stimmt. Ich habe dieses Öl auf dem Meeresboden gefunden. Das gibt's doch nicht. Aber das mit dem Rattenkönig kann bestimmt nicht stimmen. Irrtum, ich habe mit dem Vieh sogar gekämpft. Es liegt tot in einer Höhle, in der Nähe des Schmugglerverstecks. Was? Auch den Rattenkönig hat es gegeben? Und die Schmugglerhöhle ebenfalls? Ich fasse es nicht. Klar, warum nicht? Auch die Geschichte über Zada stimmt. Zean hat es bestätigt. Da ist Mist. Puh, da bin ich aber platt. Das muss ich sofort den anderen berichten. Und? Was denkst du jetzt über Wenzel? Also ich muss sagen, dass ich den größten Respekt vor ihm habe. Ein Mann mit solchen Erlebnissen ist schon was Besonderes. Und die anderen werden bestimmt auch so denken, wenn ich ihnen alles erzählt habe. Hey du! Jetzt wissen alle, dass du die Wahrheit gesagt hast. Ich danke dir, Roland. Jetzt kann ich die letzten Jahre meines Lebens ruhig leben. Du hast meinen guten Ruf wiederhergestellt. Das werde ich dir niemals vergessen. Leider bin ich zu arm, sonst würde ich dir etwas schenken. Nicht nötig. Du hast mir schon eine ganze Menge geschenkt, Wenzel. Ohne dich wäre ich niemals auf den Gedanken gekommen, nach dem alten Hauptstollen der Mine zu suchen. Dort habe ich genug Gold und Schwefel gefunden. Und vergiss nicht das wertvolle syrianische Öl. Na, wenn du das so siehst, bin ich zufrieden. Auf jeden Fall vergesse ich nicht, was du für mich getan hast.
Dank dir werden jetzt auch die anderen Waffenknechte meinen Rat wieder zu schätzen wissen. Tja. Oh, ich werde Athanos verlassen. Das werden wir ihm auch noch mitteilen. Ich werde Athanos verlassen. Ich habe davon gehört, Roland. Na, dann mach's gut, mein Junge. Und? Wirst du jetzt in den Ruhestand gehen? Nun, wo ich bei den jüngeren Kameraden wieder was gelte, kann ich das jetzt wirklich machen. Die Jungs fragen mich neuerdings so oft um Rat, dass ich jetzt wirklich etwas Ruhe vertragen könnte. Sehr schön, Wenzel. Doch wo willst du wohnen? Vorerst bleibe ich noch in der Burg. Aber der Jäger Klaus ist bereit, mir seine Jagdhütte abzutreten. Ich denke, dass es sich dort gut leben lässt. Das freut mich für dich, Wenzel. Ich wünsche dir alles Gute. Und ich wünsche dir eine gute Reise, Roland. Vielleicht kommst du ja mal irgendwann zurück. Ganz sicher, Wenzel. Doch eins würde ich noch gerne vor meiner Abfahrt wissen. Ja, und was wäre das? Lord Sintram hat doch damals unsere Verteidigungsmöglichkeiten deutlich verbessert. Was genau hat er gemacht? Na, das freut mich aber, dass du mich noch danach fragst. Du willst es also wirklich wissen? Na klar doch. Was also hat er gemacht? Er hat den neuen Wachdienstplan eingeführt. Der Alte hat doch unsere Sicherheitslage gar nicht berücksichtigt. Wie bitte? Lord Sintram haben wir unseren Wachdienstplan mit den vielen Nachtdiensten zu verdanken? Ja, wieso? Ist daran was verkehrt? Nein, Wenzel, überhaupt nicht. Ich wünsche dir alles Gute, dir und den anderen. Und viel Spaß noch mit Lord Sintrams Wachdienstplan. Ich kann glücklicherweise jetzt auf ihn verzichten. Leb wohl. Ja, ja, der Lord Sintram. Ja, nochmal gucken. Ja, alte Geschichten sind weg. Die sind erledigt. Ja, trotzdem haben wir hier noch Schmugglerhöhle. Das heißt also Gottfried und mit Hinz und Kunz haben wir dorthin zu gehen. Die stehen ja hier noch Spalier. Ich glaube, ich würde mal sagen, dass wir die Insel erstmal aufräumen oder noch da die Sachen angucken, die mir noch so in Erinnerung geblieben sind. Zum Beispiel gab es ja noch irgendwie bei Klaus unten irgendwie noch so irgendwas, eine Wolfshöhle. Ah ja, richtig. Und Molarad-Geräusche habe ich noch gehört und ich finde, da sollten wir mal hin. Doch bevor ich das mache, weil ich nicht so gut ausgerüstet bin, komischerweise, die Wölfe waren ja überhaupt nicht zu kriegen, werde ich mich mal bei Sean ausrüsten mit Zaubersprüchen. Wenn ich denn noch genug Kohle habe, wo haben wir denn noch? 25, ja, okay, da muss ich mal bei Kuno mal ein bisschen tauschen gehen. Okay. Gehen wir bei Kuno tauschen, damit ich ein bisschen Geld habe. Bei Sean hole ich dann die Sprüche und dann sehen wir uns vor der... Bei Klaus, würde ich mal sagen, bei Klaus sehen wir uns dann wieder. Aber erst fragen wir mal Kuno hier, vielleicht hat er was anderes noch. Ah, so, Kuno, aha. So, Kuno, jetzt brauchst du keine Angst mehr, um deine Waffen zu haben. Ich weiß, Roland. Herr Abrand hat mir bereits alles erzählt. Das hast du wirklich gut gemacht. Aber die Sache mit Flint, wer hätte das gedacht? Sehr ein alter Haudegen hier, guck mal. Gib hey, die Sprüche. Nimm meine magische Kraft steigern, handeln, gib mir Zeig mir deine Ware. Sprüche, genau, richtig. Was können wir denn da brauchen? Vergessen. Hier, Feuerpfeil. 8 Stück hat er noch. Die kosten 25 das Stück. Die könnte ich eigentlich alle mal aufkaufen. So, dann bin ich auf der sicheren Seite. Ja, und dafür habe ich bestimmt noch keine. Nee, der Rest ist Pillepalle. Gut. Ach, und für diejenigen, die das interessiert, ich habe... Haha! Nur noch 285 Punkte, bis ich dann zur nächsten Stufe komme. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, wenn wir schon hier sind, werden wir mal bis zum Mitternacht schlafen. Und die Teleport-Rune zur alten Bibliothek nutzen. Danach machen wir für uns alle eine Fackel an. Damit wir auch was sehen können im Let's Play. So, Sean ist also noch immer da. Also, könnte man hier nicht... Stopp mal. Gucken, hier ist eine Fackel. Nicht die entzünden eventuell? Nee, okay. So,
gucken wir mal, ist hier was Neues entstanden? Kann ja sein, dass hier was eventuell Neues entstanden ist. Irgendwie noch ein... Gucken, Buchkommode. Aha. Quest magisches Wissen prüfen. Einfache Herstellen von Spruchrollen. Ah, das habe ich jetzt gelernt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und im Logbuch unter allgemeine Infos Spruchrollen anfertigen. Das habe ich jetzt. Und am Schreibpult kann ich im Verfassen von Briefen auch Spruchrollen anfertigen. Vorausgesetzt, ich habe die nötigen Zutaten dabei und verfüge über das notwendige magische Wissen für das Schreiben. Der Spruchrollen brauche ich auf jeden Fall eine Schreibfeder und ein leeres Blatt Papier. Dann natürlich die Rohstoffe des jeweiligen Zaubers sind im Grunde dieselben wie bei der Runenherstellung. Haha. So. Teleporter, Krack, Abaton, Krack, Tamborschak. So, wenn mich alles... nicht alles täuscht, dann ist da hinten dieser alte Leuchtturm, nee, der alte Turm, wo mich die Goblins da überfallen haben. Die im Grunde genommen alle in den Tod gesprungen sind. Jetzt gucke ich nochmal, was es hier gibt. Ach ja, ich kann mich erinnern, hier auf dem Weg zu diesem Steinkreis sind noch Wölfe. Haha, lustig, Wölfe. Und die kriege ich nicht so schnell hin, glaube ich, oder so schnell kaputt. Es sei denn, ich habe einen guten Pfeil und Bogen. So, nachdem ich versucht habe, die Wölfe mit Pfeil und Bogen oder mit einem Feuerpfeil, übrigens ein einziger zerstörerischer Spruch, der bei meinem magischen Wissen hilft, die Wölfe zu vernichten, fehlgeschlagen ist, es sind 3 Stück, gut zu wissen, werde ich jetzt ganz schnell per Akrobatik und sehr schnell versuchen, in den rettenden Turm da hinten zu kommen. Im Hintergrund ist es ruhig, aber ich will nichts riskieren. So, das heißt also, Tür aufmachen. So, Tür schließen. So weit entfernt, los! Oh nein! Ach du Scheiße! Mist! Sind sie mit in den Turm gekommen. Auch gut. Und mich verletzt haben sie auch ein bisschen. Ach du liebes Lieschen. Ach, Moment mal. Könnt ihr ein bisschen die KI hier ein bisschen überrumpeln? Okay, das ist genau das, was ich wollte. Oder auch nicht. Ist Zufall. Jetzt gibt es hier noch leckeres Wanzenfleisch. Wusste gar nicht, dass ich noch leckeres Wanzenfleisch habe. So. Los, komm. So, noch ein gebratenes Fleisch. Sicher ist sicher. So, speichern. Bogen nehmen. Und... na? Wo sind sie denn, die Wolfgänge? Da unten. Da unten stromen sie noch rum. Nein, ich möchte euch nicht als Haustiere haben. Mensch, bleibt doch nicht hängen. Oh, die sind... nein, nein. Okay. Alter Schwede, wo ist er, wo ist er? Da ist er. Dann falle ich mal wieder hier. Und da ist auch der andere... ja, der Trick hat auch nicht funktioniert. Okay, auf ein neues. Aufgrund der Musik? Okay. Nachdem ich neu oh! Da ist was durch die Wand geklippt. Nachdem ich nochmal neu eingeladen habe, ist die Tür hier zu. Und ich schätze mal, die Wölfe werden wohl bei mir vor der Tür stehen hier. Was ist so? jetzt, oh. Okay. Ja, ich weiß. Ich will aber trotzdem hier noch... der eine ist runtergefallen. Er ist einfach so runtergefallen. So, kommst du nochmal hoch hier? Ich weiß nicht, was das für eine Folge werden soll. Ja, mit dem Wolf tanzt oder was? Bleib stehen, genau, richtig.
Bleib da. Ja. Bitte. Sehr klasse. So, mal gucken, nicht, dass noch einer da. Wolf, Fleisch und Wolfsfell. Sehr schön. Echt, ey, der sich den Fleischwolf dreht hier, du. Meine Herren, ey. Okay. Na, jetzt habe ich natürlich zu viel Extrakt der Heilung genommen. Aber nicht so spießig, sag ich. So, das heißt einer. Zwei habe ich reinkommen sehen. Einer ist runtergefallen. So kann man Odyssey auch spielen. Mit Tipps und Tricks. Ja, da liegt er aber nicht mehr. Der liegt hier nicht mehr. Mal gucken, was passiert, wenn ich meine Runde schlafe, damit wir hier alle was sehen können, wenn es Tag hell ist. Also bis zum nächsten Morgen schlafen. So. Hier kommt die Sonne. Schön. Jetzt werde ich es nochmal an der Stelle abspeichern. Also das war ja lustig. Denn hier wollte ich nämlich auch nochmal kurz aufräumen. So, das war ja dieser Seitenweg, richtig. Sehr fies. Ich möchte mal wissen, wo der andere Wolf hin ist. Es waren drei. Einen habe ich erledigt, einer ist runtergefallen, der jetzt nicht mehr da ist. Vielleicht wieder zurück an seinen alten Ursprungsort hingespawnt. Ach hier. Ach ja, lustig. Dann werde ich doch mal ihn mit einer Waffe waffeln. Oh Gott. Risiko. Jawohl, ich war schneller. Na schön. Dann räumen wir hier nochmal kurz auf, was hier die Kräuter angeht. Und dann sehen wir uns an einer anderen Stelle wieder, wo auch wieder Wölfe sind. Das fällt mir bei Klaus in der Nähe, ist nämlich was. Nochmal zur Orientierung. Hier oben drüber war ja der Turm. Bin hier den Weg runtergekommen. Und hier müssen wir auch noch aufräumen. Hier gibt es nämlich noch Wölfe. Oha. Und eine Blutfliege. Naja, die dürfte nicht so schwierig sein. Oder sind mehrere gleich? Ja, okay. Oh, das sind viele. Wieso war ich denn? Ach, hat sich neu gespawnt. Hallo? Okay, jetzt habe ich beide auf den Sack. Ach, die werde ich ja wohl mit. Würde ich wohl schaffen, ne? Jawohl. Und bin eine Stufe gestiegen. Schöne Sache das. Tja, da muss ich überlegen, wie ich mich jetzt am besten skille. In was ich skille. Weil, gucken wir mal gleich mal hin. Also Stärke 50, Geschick 47. Da gibt es noch was zu tun. Kämpfer, Einhänder, Zweihänder, Bogen, auch nur Anfänger. Das sind so Sachen. Gebt mir mal einen Tipp bitte, das wäre cool. Weil ich bin kurz davor, Athanos zu verlassen. Genau, richtig. Ein Schuss und weg war er. Der normale Wolf war stärker. Ich glaube, ich befinde mich hier schon in der Nähe von Klaus. Oh, 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 gleich zwei Stück. Und weg damit. Da hinten ist auch noch einer. Da gibt es natürlich ein paar leckere. Da ist nicht zu holen. Lernpunkte. Leckerpunkte sozusagen. Wo kommen die denn jetzt plötzlich alle her hier? Oh. Hinter mir. Mann, oh Mann, oh Mann. Ah. Schon habe ich wieder einen am Sack. Ich weiß es doch. Na? Oh, der ist irgendwie jetzt. Irgendwie hat da die Zielvorrichtung gehangen. Ja, das kommt manchmal auch vor.
Jetzt befinde ich mich hier vor dieser Wolfshöhle. Und das sind normale Wölfe, nicht so junge Athanos-Wölfe. 1, 2 irgendwas. Wie kriege ich die jetzt gekillt? Denn die hapsen mich einmal an und schon haps bin ich kaputt. Und haps in den Mund. Das ist nicht schön. Und mit meinem Spruch, Feuerpfeil, werde ich garantiert nichts ausrichten können. So, jetzt kommen sie. Versuche ich mal hier. Ich komme nicht. Ach, ich habe meinen Spruch noch in der Hand. Vielleicht kann ich dann halt eben... Ja. Ah, vielleicht kann ich von hier aus dann die Wölfe erschießen. Das bringt gar nichts. Hey, du. Ja. Jetzt muss ich doch meine magische Kraft steigern. Ich will meine magische Kraft steigern. Denn, und zwar auf 7. Ich kriege die Wölfe einfach mit dem normalen Feuerpfeil nicht kaputt. Deswegen müsste ich sozusagen... Deswegen müsste ich sozusagen nochmal hier ein bisschen in Feuerball investieren. Naja, mit den bisschen Gold, was ich da habe, ist das nicht so toll. Kann ich aber trotzdem sowieso ein bisschen hier anderen Sachen mal ein bisschen verkaufen. Eine vergessen. Ja. So. Angst. Was brauche ich nicht? So, Licht brauche ich schon mal gar nicht. Dafür habe ich eine Fackel. Feuersturm lassen wir mal. Und diese Geschichten lassen wir auch. Okay. Dann nochmal handeln. Zeig mir deine Ware. Nochmal hier. Wo bist du? Ach, da. So viel nehmen, wie geht. Wie es mir möglich ist. Und jetzt habe ich selber nämlich 6 Stück. Ich hoffe, dass ich da die Wölfe da in dem Wald damit besser erledigen kann. Ja, wir sehen uns dann bis zu diesen Wölfen. Ausgerüstet mit dem Feuerball werde ich jetzt versuchen, mal diese hartnäckigen Wölfe mal anzugrillen. Das Ding flusch. Warum haben die jetzt laufen an mir, springen an mir hoch, an mir vorbei? Ja. Was machen wir denn da am besten? Ich springe jetzt auch da gleich runter. Das verstehe ich jetzt nicht. Ah, Scheiße. Ich brauche Mana. So, mitten im Kampf habe ich dann doch noch ein bisschen hier die Wölfe in die Ecke locken können. Versuche sie mal hier anzuverletzen. Also der Feuerball hat überhaupt nichts gebracht. Der hat ja noch nicht mal angesenkt. So. Und verspeichern. Sonst wird das hier eine Sisyphus-Aufgabe. Wo sind sie jetzt? Die jetzt weg oder was? Bestimmt in alle Winde verstreut, was? Oder? Hallo. Wollen wir uns mal. Wollen wir uns mal umgucken, was es hier drin gibt? Oh. Okay. Dunkelpilze. Hier war ich nämlich noch nicht drin, liebe Leute. Und das wollen wir... Oh ja, schön. Kann sein, dass... Hier gibt es Blutspuren. Warum? Ach du liebes Lieschen. Noch mehr von diesem Gezücht. Oh, guck mal. Ja, Haha, lustig. Ach, die sind alle am Mampfen. Essen die ihre eigenen Leute auf, oder was? So. Feuerball. Jetzt will ich mal sehen, ob ein Feuerball das Vieh wirklich so... Nee, Mist.
Achso, vielleicht sollte ich erstmal flüchten und mir nicht in den Arsch beißen lassen. Okay. So, kann ich das eventuell so machen wie eben? Na? Ach, da. Sehr gut. Speichern. Das ist sehr aufreibend alles hier. Okidoki. So. Schlucken. Und nochmal gucken, ob es da noch was gibt. Ich weiß auch nicht, was das hier für eine Höhle sein soll. Da ist noch eine. Ach ja, den brauche ich noch ein paar Mal treffen und dann eins oder nur einmal. Weg ist er. So, das heißt also, hier haben wir einen Wolf. Atanos Mole Rat. Ach, die haben die Atanos Mole Rats gekillt. Okay. So, ich habe hier was gehört in der Nähe. Ich weiß nicht, wo ich mich genau befinde, aber da hinten ist ja wohl der Wasserfall. Und irgendwo habe ich hier was gehört. Ja! Hier war was. Ah! Ach du liebes bisschen eine Höhle. Was haben wir hier? Hört sich eine Adanos-Lurkern an, die ich jetzt mal versuche. Okay. Sind mehrere. Okay, der andere hat mich nicht gewittert. Dann werde ich den erstmal alleine. Ach, kommen sie doch noch an. Okay. Man muss halt eben... Ein brütender Adanos-Lurker, das ist ja cool. Man muss halt eben auch ein bisschen Opfer bringen. So. Hammer. So, wie geht's denn hier weiter? Sackgasse und Lurker-Eier. Mhm, schön. Ja, Sehern sollte ich ja welche bringen, aber die habe ich woanders her. Mensch, die Schmugglerhöhle. Wann kommen wir da hin? Das ist die große Frage. Ich muss ja noch die Leute zur Schmugglerhöhle mitbringen. Nach langen Herumsuchen und Rumrecherchieren dürfte euch wahrscheinlich diese Szene hier, dieser Blick, bekannt vorkommen. Da wäre ich selber nie drauf gekommen, dass es doch noch einen Schattenläuferhorn gibt. Und zwar irgendwo hier versteckt. Wie soll es denn auch hinkommen? Genau, richtig. Ist ein Eingang zu einer Höhle. Und ich hatte schon mal so einen versteckten Eingang gehabt, aber da bin ich irgendwie aus der roten Mine raus, oder? Oder war das jetzt... War es das? Ja, das war dieser Eingang. Ja, das war von der Schmugglerhöhle. Ja, richtig. Ich kann mich entsinnen. Richtig. Ah, da wissen wir auch gleich, wo wir die Peep-Bills hin tun. Und hier ist eine Winde. Alles klar. So, und stimmt, ich bin ja damals von hier aus gekommen. So, toter Schattenläufer. Toter Schattenläufer, alte Münze und ein Horn eines Schattenläufers. Und mein Gott, dann können wir doch jetzt Theodor auch noch die frohe Kunde machen, dass wir doch ein Schattenläuferhorn gefunden haben. Ach, bei der Gelegenheit werde ich mir doch mal ein bisschen Fleisch braten. 50 Stücke, ich habe nämlich so viel Getier erlegt, dass ich ruhig mal saftiges Fleisch mir braten kann. In letzter Zeit haben wir so viel angegrillt, aber kein Fleisch gebraten. So, das hätten wir hiermit getan. Und Theodor, grüß dich. Hier dein Schattenläuferhorn. Sehr gut. Hier, dein Schattenläuferhorn. Was? Du willst mich doch wohl auf den Arm nehmen, was? Meinst du? Dann schau dir das Ding, das ich hier habe, mal genauer an. Ich werd wahnsinnig. Das Horn eines Schattenläufers. Wo hast du denn das her? Verrate ich nicht. Bleibt mein kleines Geheimnis. Also ich fass es nicht. Aber egal, du hast es tatsächlich besorgt. Und so ein Horn ist ganz schön wertvoll. Ich gebe dir dafür 300 Goldstücke. Na, das finde ich ja klasse. Ach übrigens, das mit der Kameraeinstellung. Tut mir leid, wahrscheinlich habe ich falsch gestanden.
Ja, dann hätten wir jetzt auch das Schattenläuferhorn erledigt. Ja, ist nicht mehr in der Liste drin. Kommt mit. Muggelhöhle bringen. Los geht's. Das heißt also ohne Teleportation. Man kann nicht sagen, so von wegen Scotty, vier Mann zum Hochbeam, geht nicht. Okay, wir sehen uns in der Schmugglerhöhle oder da, wo dieser versteckte Eingang war mit dem Schattenläuferhorn. So, ich schneide das hier mal mit, weil die haben irgendwas jetzt erkannt. Wo bleiben die hier hängen? Was lunzen die hier eigentlich durch den... Hä? Ups. Seht ihr das? Wo gucken die hin? Gottfried. Ja, jetzt bleibe ich hier hängen. Die haben hier irgendwas erspäht. Upsa, so was weiß ich auch nicht. Hab nicht gesagt, hier ist nämlich, da ist wieder so eins von diesen Mistviechern. Verstehe ich nicht. Na, vielleicht sollte ich mal scouten. Ach. Die wilden Hornissen sind's, die sie aufhalten. Okay, da muss ich die irgendwie... Ja, wie schon gesagt, der Letzte räumt die Insel auf, würde ich mal sagen. Ich wüsste gar nicht, wie man die wegkriegt. Kann man die wegbrennen? Warte mal. Ich versuche mal wegzubrennen. Ja, und was jetzt? Jetzt bleiben die an den wilden Hornissen hängen. Ich kann die auch nicht wegmachen. So, wie durch ein Wunder, räusper, räusper, sind die wilden Hornissen weg. Ich konnte sie aber auf anderem Wege killen. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, hier dürfte es sein. Irgendwo. Muss ich immer genau gucken. Irgendwo da, wo so leicht was durchscheint, das könnte hier sein. So. Moment mal. Zwei haben es geschafft. Da sind alle drei. Alle drei drin hier in dieser mystischen Schmugglerhöhle. Na? Hey, nicht rudeln da hinten. Oh. Ja, komm. Hinz. Komm bei Fuß. Hey, Hinz. Okay. Ja, man muss ein bisschen hier die Leute an die Leine nehmen. Okay. Jawohl, jetzt sind wir wieder vollständig. So, und jetzt kommt eigentlich das Eigentliche, worauf wir so lange gewartet haben. Ich glaube, hier können wir die Sache erledigen. Hier ist das Versteck der Schmuggler. Ich muss schon sagen. Da haben sich die Kerle ein prima Versteck ausgesucht. Das ist wirklich nicht leicht zu finden. Was werdet ihr jetzt hier machen? Nun, zunächst einmal werden wir uns die Höhle genauer ansehen. Vielleicht können wir sie ja für uns nutzen. Mal sehen. Na schön, ich werde jetzt zurück zur Burg gehen. Mach es gut, Gottfried. Mach's gut, Roland. Vielleicht hast du ja Lust, uns mal zu besuchen. Wird sonst ziemlich langweilig hier werden mit Hinz und Kunz. Mal sehen. Also, bis dann. Auf zu Herbrand. So, hier ist Herbrand. Mal gucken, was er sagt. Ich habe die gestellten Aufgaben gelöst. Ich habe Gottfried und die Rekruten zum Versteck gebracht. Das werden wir sagen. Ich habe Gottfried und die Rekruten zum Versteck der Schmuggler gebracht. Gut, hier hast du noch eine kleine Belohnung. Ich bin sehr zufrieden mit dir. Oh, was heißt das? Darf ich jetzt endlich anheuern? Ich habe die gestellten Aufgaben gelöst. Ich habe die verschwundenen Schwerter wieder beschafft und den Verräter entlarvt. Das ist richtig. Damit hast du deine Prüfung bestanden. Geh zu Marbot und erstatte ihm Bericht. Aber zuvor habe ich noch eine Bitte. Durch Flints Verrat haben wir zurzeit keine Nachtwache mehr am Tor. Geh daher zum Waffenknecht Ralf und teile ihm mit, dass er fortan Flints Nachtdienst übernehmen soll. Nachtwache schieben. Ich soll dir von Herbrand einen Befehl geben. Herbrand, was will der denn plötzlich von mir?
Das kann sonst bekomme ich doch im Regelfall nur von Bruno meine Befehle. Nimm es einfach hin. Ab sofort sollst du den Nachtdienst am Tor übernehmen. Wieso denn das? Den Nachtdienst macht doch sonst immer Flint. Flint wird niemals mehr einen Dienst antreten. Er wurde überführt, mit den Schmugglern unter einer Decke zu stecken. Tatsächlich? Interessant. Das musst du mir genauer erzählen. Jetzt nicht. Vielleicht ein anderes Mal. Also was ist? Übernimmst du nun den Dienst? Gerne tue ich das wirklich nicht, Roland. Aber was soll man machen? Befehl ist Befehl. Das sind doch alles nur klar, Gerüchte. Trete ich meinen Dienst an. Da muss man nochmal zu. Super. Dann hätten wir das auch geschafft. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Das sind doch alles nur Gerüchte. Auf zum Marbot. Hey du! Ich werde nicht. Ich habe die Aufgabe, die mir Herbrand gestellt hat, gelöst. Ausgezeichnet! Damit bist du deinem Ziel ein ganzes Stück näher gekommen. Ja. Ich habe alle Prüfungen bestanden, die ihr mir gestellt habt. Ja, das hast du. Und ich muss dir dafür ein ganz besonders großes Lob aussprechen. Willst du nicht lieber hier auf Artanos bleiben? Einen Mann wie dich könnten wir hier gut gebrauchen. Vielleicht werde ich dich dann doch noch eines Tages zum Paladin machen. Nein, Marbot, ich habe mich entschlossen. Ich will mit Lord Baldwin segeln. Na gut, wie du willst. Ich hatte dich bereits mit einigen anderen Männern Lord Baldwins Gesandten empfohlen. Der Paladin Erik war von deinen Taten sehr beeindruckt, aber das war noch nicht ausschlaggebend. Als er aber dann noch von mir hörte, dass du aus Corinis kommst, hat er sich sofort für dich entschieden. Wie dem auch sei, du hast die Genehmigung, die Albatros zu betreten. Teile dies Bertrand mit. Innos möge dich auf deinen Wegen beschützen. Vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder. Ja. Das ist schön und ich werde hier diese Folge erstmal beenden. Und in der nächsten Folge gehen wir zu Herbrand, sag ich schon, Plastik-Bertrand, zu Bertrand und werden anheuern. Und ich glaube, ich muss mich noch ein bisschen von den alten Mädels da, oder alte Mädels sind nicht, aber von den Mädels verabschieden. Ich verabschiede mich auch für diese Folge. Schreibt Kommentare, gebt mir einen Daumen, empfehlt mich weiter, aktiviert das Glöckchen und bis zum nächsten Mal. Und danke für das Zusehen dieser Folge. Tschüss.